Thank you, Chair. Sie arbeiten im Moment in Ihrer Arbeitsgruppe an einem Ratsbeschluss zur Verschlüsselung. Und ein heute von den Medien veröffentlichter interner Entwurf der Ratspräsidentschaft beklagt, dass Verschlüsselung das Abhören von Kommunikationsinhalten erschwere oder unmöglich mache und fordert Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation. Verstehen Sie, dass wir uns beim Thema Verschlüsselung entscheiden müssen zwischen Abhörbarkeit und Sicherheit? Ist Ihnen klar, dass wer sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung opfert, um abhören zu können, dass derjenige auch den Schutz privater Geheimnisse, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, auch den Schutz von Staatsgeheimnissen übrigens zerstört und massenhaftem Ausspähen durch ausländische Geheimdienste, Hackerangriffen Tür und Tor öffnet? Ein bisschen Hintertür gibt es nicht und deswegen muss die Sicherheit unser aller Kommunikation Vorrang haben. Das ist die klare Position dieses Ausschusses seit unserer Stellungnahme zur E-Privacy-Verordnung 2017. Deswegen meine Frage an Sie, wie rechtfertigen Sie diesen Angriff auf die Sicherheit unser aller Kommunikationsinfrastruktur? Auf den Beitrag von Herrn Breyer möchte ich auch antworten, was die Frage einer möglichen Korrumpierung informationstechnischer Systeme angeht, beim Thema Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung. Hier muss ich Ihnen sagen, als Vertreter der Vollzugsbehörden in den Mitgliedstaaten, es ist eine politische Wahl. Es ist die politische Wahl, möchte man im Grunde going dark, das Phänomen going dark hinnehmen. Das bedeutet, dass wir keine Möglichkeit haben, bestimmte terroristische Bedrohungen zu erkennen frühzeitig und hierauf einzugehen und hier entsprechende auch Ermittlungserfolge erzielen zu können. Denn es ist vollkommen klar, dass die betroffenen Personen sich ausdrücklich, wenn bestimmte Operativmaßnahmen laufen, verabreden, auf Messenger-Dienste zu gehen, hier zu kommunizieren. Und die Verfolgungsbehörden haben keine Chance, jedenfalls in Deutschland mangelt es noch an entsprechenden Rechtsgrundlagen, dann diese Gespräche mitzuhören. Hier erleiden wir einen Nachteil und die Frage ist gesellschaftlich, politisch zu entscheiden, wie weit sind wir bereit, Opfer hinzunehmen dafür, dass wir den Sicherheitsbehörden nicht einen technisch einwandfreien Weg eröffnen, solche Maßnahmen zu erlauben. Thank you.